finde es ungerecht, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, und zwar deutlich. Und ich finde, der eigentliche Skandal ist auch, dass wir jedes Jahr wieder hier vom Brandenburger Tor stehen und den Equal Pay Day bei so frühlingshaften Temperaturen begehen, statt den mit Silvesterknallern in der Hand und mit dicken Winterjacken an Silvester zu feiern. Wir sind leider noch nicht so weit, dass Männer und Frauen in Deutschland das gleiche Entgelt bekommen. Und wenn wir das Recht endlich durchsetzen wollen, dass man für gleiche Arbeit das gleiche Entgelt bekommt, dann müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Und das heißt, wir brauchen Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Das macht Andrea Nahles gerade mit Mindestlohn. Das machen wir aber auch, indem wir Entgeltgleichheitsvoraussetzungen in den Betrieben sicherstellen. Und das müssen wir machen, indem Frauen auch viel mehr die Chance bekommen, Vollzeit zu arbeiten. Deswegen braucht es dringend ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit für alle.